Also gut, Team Galactic, was habt ihr hier vor? Auf alle Fälle muss ich jetzt erstmal kämpfen, und zwar gegen Jupiter. Auch ich möchte wissen, was mit Meister Cyrus passiert ist. Tatsächlich, die wollen echt, dass ich gegen alle... Wobei, Mars ist da nirgends. Ah, Mars sage ich, Saturn. Mars habe ich doch gerade erst bekämpft. Im letzten Part am Schluss, by the way. Ah, nicht schon wieder... Und jetzt alle Bronze? Achso, jetzt kill ich mich selbst. Mm. Gut, aber egal. Bronzung ist eh gefährlich. Dann nehme ich den Self-Kill jetzt in Kauf. Volltreffer. Ja, schade. Ah, war nicht so ganz gut. So, was kommt als nächstes? Was hattet ihr alles? Jupiter war Skuntank. Skuntank, Unlicht, okay, da muss... Ja gut, dann let's go, Bodner. Okay, vorher kommt Golba. Verdammt, das habe ich jetzt wieder nicht gedacht. Ah, stimmt ja, die kämpfen ja alle immer gerne so mit Zubat, Golbat und so weiter. X-Bat hat nur Cyrus gehabt bisher. Gigasauger. Gut, dass ich gewechselt habe. Ist das jetzt irgendwie so, also es kommt mir schon häufig so vor, dass da manche Pflanzen attacken können. Wahrscheinlich einfach nur im Gastrodon zu eliminieren. Das macht den Pflanzentypen auch so eigentlich wieder ein bisschen krasser. Gibt ja schon sehr, sehr viele Pokémon, die tatsächlich eine Vierfachschwäche gegen Pflanze haben. So, Skuntank, da ist es. Jetzt hole ich Gastrodon. Und ich hoffe, dass ein Erdbeben reicht. Und dass wir den Commander auch gleich direkt los sind. Ich liebe auch das Bild von dem. Diesen Skin, wo er einfach das eine Bein hebt. Das schaut so lustig aus. So, und jetzt gibt es ein schönes Erdbeben. Adios, mein Freund. Ich hatte mit Skuntank immer Probleme, weil ich an den Bodentyp nicht gedacht habe, dass es sehr effektiv ist. Aber ich gehe davon aus, eventuell taucht Saturn jetzt auch noch auf. Alter, lol. Ach komm. Eine Beere. Citrobeere darf natürlich nicht fehlen. Ja, soweit ist das Schnurgas gar nicht gekommen. Das war ja One-Hit. Von Mars im letzten Part. Na gut. Nächster Commander, adios. Ah, und die 2000 Level geht's mir, tut mir trotzdem ein bisschen leid. Hätte ich gern gehabt. Du wagst es? Das war's dann wohl. Ich begebe mich auf die Suche nach Meister Cyrus. Wie hieß es gleich? Die Zerrwelt? Da muss ich sozusagen hin, ja? Gut, ich bin fertig mit Team Galactic. Jupiter, kümmere du dich darum. Meine Güte, wenn ich jetzt dasselbe tue wie Mars, sehe ich aus wie eine Nachahmerin. Wie unangenehm, aber auch ich kümmere mich nur selbst um die Sache. Ohne Meister Cyrus macht Team Galactic gar keinen Spaß mehr. Hey, du Auslaufmodell, du hast jetzt das Kommando. Mach mit Team Galactic, was du willst. Dann hätten wir das geklärt, Jupiter, und ich sind jetzt wieder ganz normale Mädchen. Macht doch, was ihr wollt. Naja, normal ist, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ein normales Mädchen bist du ja wohl nicht. Da sind wir uns mal ausnahmsweise einer Meinung. Was mache ich denn nun? Soll ich wirklich mit der Suche beginnen? So ungestüm und verblendet. Was sehen Sie nur in Cyrus? Er ist nichts weiter als ein unreifer, alles verkomplizierender Blindgänger. Stellt sich auf den Kopf, um Team Galactic zusammenzustellen und wofür? Letzten Endes zerstört er sein eigenes Werk für seinen lächerlichen Traum. Dank dieses Tölpels stehe ich nun vor diesem Scherbenhaufen. Doch es ist wie es ist. Wer jung ist, darf noch Träume haben. Ich aber lebe lieber in der Realität und hier regiert der Mammon. Du da, mit dir gebe ich mich nicht weiter ab. Das ist schon den anderen Mitgliedern von Team Galactic übel bekommen. Der Magmastein wird unser sein. Alles im Auftrag des Mammons. Okay, Team Galactic hat sich wirklich neu geformt, aber ich glaube mehr ins Negative.
Und ihr seht schon, was dieser Kahlberg hat. Sehr, sehr viele Wege. Ja, aber, weil sie ja auf der Suche nach Cyrus sind, das ist, finde ich schon, also das ist dann der, ja gut, damals hat man da, glaube ich, noch nicht daran gedacht, aber jetzt mittlerweile gibt es ja die Arceus-Chroniken, ne? Kann man unter anderem auf Netflix gucken, ne? Habe ich auch schon, das ist so ein einstündiger 1-Stunde-10-Film, also eher so ein kürzerer. Mit Ashko und Cynthia ist auch dabei, ja. Ashko, Rocco und, wie heißen sie? Lucia, genau. Sorry. Also das, was wir, den Charakter, den wir gerade spielen. Wo unter anderem Team Galactic auch eine große Rolle spielt. Nämlich um... Okay, zu viel Spoilern will ich nicht, das habe ich schon gesagt, aber die Cyrus-Thematik kommt in dem Film nochmal vor. Ich will ja nicht den ganzen Film spoilern. So, oh nee, schon wieder denken. Achso, stimmt, ich habe keinen Schutz mehr. Ups. 53er Georock, nice! Also eher nicht, aber ich hau mal ab, hätte ich. Also wobei, nee, den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Machen wir 59 noch komplett. Bei Panferno. Wenn es sich so ausgeht. Oh, bitte sag, du bringst viele EP, auch wenn du ein Wildes bist. 1000, naja, es reicht nicht mal ansatzweise. AP Plus. Ja gut, dann würde ich sagen, nächster Top-Schutz. 17 Stück, 16 jetzt dann noch. Ja, ey, wie viele Wege sind das denn? Gut, hier hoch. Ich gehe davon aus, dass da überall versteckte Items auch sein können. Das ist jetzt kein Labyrinth direkt, das ist wirklich ein guter Weg. Aber der Kahlberg war viel länger. Also mit dem ist es nicht getan. Da bin ich mir 100%ig sicher. Ja, Items liegen da gar keine rum. Ah ja. Okay, hier muss ich jetzt aufpassen, nicht zu weit. Ja, sonst kriege ich das Teil hier nicht mehr. Top-Genesung. Und ansonsten wieder nichts. Ach, come on. Schlägt das Ding hier an? Ja, tut es. Wo denn? Hä? Ach so, rechts, da drüben. Sternstück. Oh, ich hätte die Wand ansprechen müssen. Ich hoffe, dass das unterbei jetzt nicht auch der Fall war. Ich will halt nur auf Nummer sicher gehen, aber wird schon passen. Gut, rein da. Okay, mittlerweile, der Skin von mir wird auch kleiner. Avenaro ist hier. Hey, nimm mal, da warte mal, wie läuft's denn so? Was, Team Galactic ist hier? Hab verstanden, bilden wir ein Team, zusammen sind wir stärker. Es ist wie eine Teampassage. Das vierte Mal mittlerweile in dem Spiel, glaube ich, oder das fünfte Mal. Da geht ein Kraxlerweg runter. Oh no. So viele Wege. Aber Naro war auch, wenn mich nicht alles täuscht, ein Feuertyp. Das ist ein Scherz, ey, wie viele Wege gibt's denn hier? Weil da war das erste ja gar nichts. Okay, das wird mehr als ein paar dauern. So, und jetzt erst muss ich erstmal gucken, wie ich mit meinem Teammate umgehe. Was hat denn der überhaupt? Hatte der nicht einen Hundemann? Nee, also so, das sind die Gegner. Hundemon, oder? Ne, Lepomentos hat er. Auf 63. Oh, meine Güte. Mann, die Gesteinflug, weil dann bringt's nichts. Oh, ich weiß nicht.
Ich probiere es aus. Ja, Wahnsinn. Gesteinflug. Deswegen wird der Nahkampf nur normal effektiv. Aber es geht sich aus gegen Lunastein. Achso, warte mal. Lepoment, das kann doch Erdbeben erlernen. Bitte tu's nicht. Bitte tu's nicht. Gut, hier setzt es wahrscheinlich nicht ein. Weil ja Sonnenfeld sowieso fliegt. Solarstrahl? Okay. Ich würde mal sagen, das Sonnenfeld gehört kurz mal ausgeschaltet. Wenn es bei Lunastein sich ausgeht, dann wird es hier hoffentlich auch der Fall sein. Auf einmal nicht. Ach so, Lipomentas macht wieder Defensiv-Taktik. Sehr. Tatsächlich Solarstrahl. Auf wen? Natürlich auf Lepomentas. Das ist sehr effektiv, aber es juckt einfach nicht. Ah ja. Okay, jetzt muss ich überlegen. Ich gehe mal mit Flammenblitz auf Gardevoir. Ich meine, wenn wir hier so Sachen wie Lichtschild haben, dann gehe ich mal davon aus, dass das einiges abfängt und das Gardevoir ist einfach mal down. Okay, wenn das so spielt, bin ich zufriedener. Das darf er gerne machen. Bitte lass jetzt kein Normal-Pokémon auftauchen als letztes. Ich habe keine AP mehr gerade für Nahkampf, ich muss die erst auffüllen. Wobei macht das vielleicht mein Teammate wieder? Galagladi, nein! Kein Bock auf Galagladi! Ganz üble Geschichte. Oh, und dann Schutzschild auch noch. Oh, ganz üble Geschichte damals. Bei den Top 4. Achso, ich werde von Seher getroffen. Lichtschild. Ehre. Come on. Das ist echt nicht lustig. Ja, und jetzt nimmt der Reflektor auch ab. So, dann schauen wir mal, was der Flammenblitz anrichtet. Hoffentlich genug Schaden. Sogar One-Hits. Volltreffer, deswegen. Was? Nein! Ich dachte, das wird sich ausgehen. Ich dachte, es wird sich ausgehen. Warte mal, wenn ich ein Teammate habe, hält mich der wieder auf? Bitte sag ja. Bitte sag, du hältst mich auf. Ehre. Ehre. Und die AP auch wieder. Okay, ich liebe diesen Typ mal. Erstmal, weil er taktisch kämpft. Eisenkugel? Ach, das ist wieder für Stahlattacken, oder? Erstmal, wenn er taktisch kämpft und deswegen auch Schutzschild und so weiter, Schutzschild nicht, aber Reflektor und so weiter einsetzt. Alter, das macht ihn schon mega sympathisch. Und er greift nicht mich an in der Hinsicht. So, weil wir in der Höhle sind natürlich. Ich gebe mal Kinosa an erster Stelle. Wie viele Wege sind das denn jetzt wirklich? Ein übertriebenes Ding. Also viel zu viele Berge, das steht fest. Ich glaube, wir werden das von Seite zu Seite absuchen. Erstmal jetzt rechts irgendwo überall. Ich garantiere nicht, dass ich alles finde, das sage ich gleich. Vor allem vielleicht gibt es noch einen zweiten Raum, aber da bin ich hier komplett raus. Das ist schon wieder fail. Radikal hätte ich jetzt wieder ein paar Fermo gebraucht. Ja, lohnt es sich jetzt wirklich wechseln? Nee, ich gehe mit Blättertanz ran.
Dieses Lepomentas ist aber schon krass. Das hält einfach alles sehr effektiven Attacken einfach ab, auch wenn es Level 63 ist, aber trotzdem. Draschel, oh ne. Da kommt nachher ein Ding. Wär's doch mal ganz schnell Brutalander. Das Radikal muss sofort weg. Okay, jetzt setzt auf Reflektor. Grimasse. Er geht gerade nur auf meinem Teammate. Beide. So, den Knirschen wird es überstehen aufgrund des Reflektors. So ist es. Und ich glaube, ich werde dann mit Eis kommen. Achso, jetzt greift er wieder den anderen an. Der macht es ja random. Ja, gut, das war's. Also, Kinose war jetzt nicht so klug, glaube ich. Ja, stimmt, und er kämpft nur mit Lepomentas. Also, jetzt bin ich auf mich alleine gestellt. Das bedeutet, ich muss kurz mal irgendwie das Ganze abwehren. Und da kann nur einer kommen, und das ist Magnezone. Ah, ne, er holt. Oh. Okay, so kannst du mir natürlich am Nerv gehen. Ja, Knirscher von mir aus. Das bringt aber bei Magnezone nicht viel. Drachenklaue vielleicht schon ein bisschen mehr. Vor allem Volltrefferquote. Okay, passt. Erstmal ist Radikal weg, wegen Notsituation. Mhm. Trifft Zeppelin. Ah, ist ja schön. Spukball. Die wollen mich echt nerven hier gerade. Drachenklaue wieder. Vorher war es sehr wenig, bitte überstehe es. Ja, nice. Dann gibt es nachher gleich mal ein schönes Heal. Wetten, der übersteht das jetzt? Meins hätte es nicht überstanden. Okay, ne. Solche Wetten traue ich mich gerne abgeben, weil ich kenne ja die Gegner ab und zu. So, Tengulist. Kann Tengulist nicht so Sachen wie Flammenwurf sogar einsetzen? Also das wäre jetzt natürlich blöd. Muss ich gucken, ne? Nee, Ruckzuckip kommt erstmal. Oder es hat keine Attacke, die gegen mich irgendwie wirkt. So, wen schalte ich als erstes aus? Das Draschel ist ja gar kein Problem mit der Drachenklaue. Aber beim Tengulis bin ich mir unsicher. Ich glaube, der kriegt erstmal eine schöne Lichtkanone ab. Blättersturm. Sieht mehr ab, aber auch nicht überragend. Und schwächt ihn vor allem. Ah, verdammt, warum musste ich mein Teammate draufgehen lassen? Das war absolut dumm. Sonst hätten wir den Kampf schon lange entschieden. Ja, ja, okay. Das ist ja gar nicht mal so schlecht gewesen. Okay, ja gut. Alles clean. Alles gut. Landet einfach kein Volltreffer. So, also nehm, da ist jetzt nämlich nur noch ein 1 gegen 1. Das passt. Gut, dann wechsle ich gleich. Also ich werde das jetzt nicht mit Magnezone beenden, weil ich habe so ein Gefühl, es kommt ein Brutalander. Als letztes vom anderen.
Und das will ich natürlich nicht. Aber jetzt sieht man endlich mal, dass sich das Training was ausbezahlt hat. Mittlerweile kommt das Team zu seiner Stärke, die ich von Anfang an schon erhofft hatte. Da es sich endlich gut mal verteidigen kann bei jeder Kleinigkeit. So, ich bin gespannt. Ich glaube schon. Ich sehe jetzt gleich einen Brutalander vor mir. Nee, wie Brava. Passt doch. Kommt auch auf die Viererschwäche hinaus. Alter Vater. Unnötig spannend gemacht. Gut, hier ist nichts. Ja, ich nehme an, da oben wird was sein. Sehe ich das richtig, dass da der Weg schon zu Ende ist? Ey, schon wieder der Schutz aus. Boah, das wird knapp. Na, hier geht Kraxler nach oben. Das sieht man auch nur rell. Kraxler kann ich eigentlich. Ach, lol. Okay, das ist natürlich interesting. Das heißt, ich muss die Höhle gleich zweimal durchsuchen. Wenn ich keinen Kraxler einsetzen darf. Das ist schon hart. Aber ja, scheinbar die Regeln hier. Nein, das heißt, ich muss echt mir die ganze Höhle zweimal angucken. Einmal allein und einmal... Ja, aber macht ja eh Sinn, dass ich das nicht machen kann. So, zweimal Astrainer für Nontor und Luxtra. Ja. Belastend. Finenta schwebt auch noch, das kommt ja auch noch dazu. Wobei bei Finenta weiß ich was. Und zwar, da, ich gehe jetzt auf alle Fälle auf Magnetzone. Finenta ist gegen Stahl schwach. Gut, Eisstahl erstmal auf Lepomentas. Das zieht wahrscheinlich schon viel ab. Mhm. Das ist ein One-Hit. Ich bin schon wieder auf mich alleine gestellt. Ja, und ich kriege jetzt eine Paralyse ab. Okay, das wird jetzt ein ätzender Kampf. Alter, davon bin ich ja gar kein Freund gerade. Fassade, weil so Fassade ist eine normale Attacke. Mhm, und zieht nur dann wirklich doppelt ab, wenn... Wenn ein Statuseffekt ist. Aber trotzdem, das nervt gerade. Mann, mein Team kann gerade gar nichts ausrichten. Ja, gleiches Spiel wie davor. Wir müssen eine 1 gegen 1 Situation schaffen. Und ich glaube, ich werde nachher Kinoso weggeben, weil es macht keinen Sinn. So. Paralyse und Verwirrung, das ist ja ein Scherz. Ja, du mit deiner Fassade von mir aus. Gut, ich hoffe einfach mal, dass es irgendwann trifft. Ansonsten, Top-Genesung. Also ich muss einmal hoffen, dass die Paralyse nicht wirkt und die Verwirrung auch nicht. Okay, Verwirrung ist weg und ich darf. So, damit haben wir das schon mal geschafft. Ja, und jetzt gibt es nur eine richtige Lösung und das ist Wechseln auf Gastrodon. Also wenn das, dass die mein Team mit jetzt so schnell down gemacht haben,
Können sich die jetzt was anhören? Erstmal ein schönes Erdbeben und das und dann adios. Ja, ja, also ich glaube sogar, dass das zwei Parts werden hier im Kahlberg. Also ich erhöhe auf zwei Parts, auf zwei weitere, die jetzt noch kommen. Wahrscheinlich überstehst du das. Vor allem ist das ja... Achso, okay. Der heilt sich gar nicht. Das war doch ein Astrainer, oder? Nein. Manchmal würde ich in Luxtra so gern treten. Aber so richtig. Es ist so ein gutes Teammitglied eigentlich. Ja, ich weiß. Aber wenn man ihn nicht verwendet... Kann er ätzend sein. Skorgro. Wegen dem Flugtyp normal effektiv. Also noch mehr Pech geht nicht. Ja, Erdbeben. Okay, gut, das juckt mich relativ wenig. Nein, jetzt kommt die Verwirrung. Ich meine, gut, ich will eigentlich keine Heilmittel einsetzen, weil ich werde sowieso geheilt. Am einfachsten ist jetzt auf Glaciola gehen, oder? Ja, ich mach. Setzt zwar wieder Erdbeben ein, da lege ich mich fest. Nee, ja, Eros. Er hat sich wirklich darauf fokussiert, Kinosa zu schwächen, ja? Ja, dann. Gutes Gelegen. Stimmt, hat die Vierfachschwäche als. Flug ist gegen. Ja, stimmt, Vierfachschwäche als. Aber ich durfte vorher nicht wechseln, weil der Blättertanz noch aktiv war. Nein, jetzt kommt Ursaring. Der hat was Böses vor, der Hammerarm. Übersteht Glaciola. Komm, come on, come on. Gut, das reicht. Eisstrahl. Ich darf als erstes wahrscheinlich aufgrund der Initiativensenkung. So ist es. Und... Bitte, bitte, bitte. Ja. Ja. Erwischt. Puh. Alleine noch entschieden, ja, aber schon knapper geworden. Ne? Deutlich knapper. Hier geht eine Treppe runter. Da bin ich aber wieder. Achso, nee, da war ich schon. Allein schon die Mucke, die hier abgeht, by the way. Okay, hier brauche ich Kraxler für das eine Item. Da drüben war ich schon. Ich glaube sogar, dass ich bereits schon am richtigen Weg war. Also, dass das da hinten richtig war. Hier brauche ich dann auch wieder Kraxler. Na, die Mucke geht richtig ab. Hier ist wieder unser Trümmerer Weg. Und da geht dann eine Treppe hoch. Wahrscheinlich sind da jetzt auch wieder Trainer, oder? Ja, da sind zwei. Das ist sogar der einzige Weg, der weiterführt. Das da unten ist dann... Oh, what the hell? Was wollen die von mir eigentlich? Also es ist echt nicht ohne. Aber ich glaube, ich muss mein Teammate loswerden. Ich meine, ich gehe erstmal jeden Gegner, den ich besiegen kann, gleich mit meinem Teammate durch, ist klar. Oh, wieder 6 gesamt. Krakelo. Und Kinnodelof.
So, Kinoso, diesmal kannst du dich auszeichnen. Hoffentlich. Nee, kann er nicht. Kann er überhaupt nicht. Ich muss wechseln auf Ding. Also, ich auf Drift Zeppeli. Ich glaube, das wäre schon fast besser, Drift Zeppeli. Wobei, nee, wir machen mit Panfermo, wir gehen voll Karacho rein. Lepamentos Reflektor, gut, den nehme ich gerne an. So, was kommt da jetzt? Kreideschrei. Auf mich vor allem. Eigentlich ist... Wer ist denn stärker von denen? Ja, beide vom gleichen Level her, aber... Ich glaube, Krakelo ist der gefährlichere. Deswegen, den nehme ich gleich mal raus. Mhm. Gut, ich bin jetzt eine absolute Zielscheibe. Dreimal Verteidigungssenkung und einmal Spezial. Lichtschild, Ehre. Oh, der macht das Gleiche. Pelipper. Okay, da braucht es ein Elektro. Pelipper ist unfair. Verdammt, das geht wieder gegen mich dann. Oh, ich mache mir keinen Gefallen, ich weiß, aber ich hoffe mal, dass Pelipper fair ist. Man kann es egal, was er einsetzt, es wird gegen mich gehen. So, meine Verteidigung ist unterm Nullpunkt gefühlt. Oh, Lepamentos Center. Na, verdammt, du hast Sui. Warum kannst du keine Elektroattacke? Ja, Aquavelle. LOL, nicht auf mich? Oh, Verwirrung hat er jetzt. Mm, das ist blöd. Gardevoir kommt auch noch. Flammblitz hat beim letzten Mal schon ganz gut bewiesen, was es kann. Gegen Gardevoir. Jetzt auf einmal nicht. Ja, jetzt bin ich raus. Wobei, nee, es ist ein Spezialangriff. Ja, reicht trotzdem. Ja, es war aber echt klar, Leute. Oh, nee, Moment, das darf. Kein Verwirrungsaspekt. Verdammte Aquavelle, die ist schon ätzend manchmal. So, jetzt aber trifft Zeppeli. Schöner Spukball auf Gardevoir, dass der gleich mal raus ist. Bevor da irgendwas anderes Böses noch kommt. Und das Level Up natürlich. Stimmt, da war auch immer dieser Millimeterbalken übrig. Vom letzten Mal. Boah, Lepoment, das darf wieder. Aber Antikraft geht sich doch nicht aus. Verdammt. Aber seine Werte steigen alle. Das ist der Vorteil natürlich. Ruheort. Ja, das Pelipper wird noch ein längeres Problem sein. Meditar. Achso, stimmt, deswegen hat das vorher überstanden, das Gardevoir. Da war ja Lichtschild und alles noch aktiv. So, ich heb mal ab kurz. Ich bin raus. Ja, beschäftige bereits das Pelipper. Machst du alles richtig? Schon wieder ein Millimeter. Abnormal einfach. Wobei, jetzt ist es noch weniger gewesen als davor. Eventuell der nächste Steinhagel, wenn er trifft, wird sich ausgehen. Die Verwirrung ist auch aus. Jetzt Psychokinese. Gut, das war's für Pelipper.
Ich hätte das schon lang beenden können mit Magnetzone, ich weiß, aber ich wollte nicht. Nein, ich treffe nicht. Lame. Ja, so kriegt man natürlich wieder eine sehr effektive Attacke ab. Ramaidon. Joa. Dass das gefährlich aussieht, wissen wir. Ne, tu das jetzt nicht. Ey, ich will es beenden. Ja gut, jetzt finde ich unnötig in die Höhe, aber egal. Boah, setz das nächstes bitte Erdbeben ein. Mach mir den Gefallen. Bitte tu's. Wäre auch wieder auf mich gegangen. Naja, geht... Ja gut, also meine Fliegen war unnötig. Mann, dammit. Das nervt mich jetzt schon, ehrlich gesagt. Ich schließe mich mal mit der Psychokinese an. Gut, brauche ich nicht. Okay, macht alleine. Die zwei Kämpfe davor waren unsichtbar. Lässt sich einfach klatschen. Und jetzt macht das im Alleingang. Boah, Alter. Also mit meinem Teammate wäre ich nicht schlau. Aber egal. Sind die beiden auch erledigt. Gut, und der Part ist lang genug dann. Also mehr als lang genug. Wir gehen schon auf die 40 zu. Das war nicht der Plan. Ja, mal schauen, was der Kalberg noch so hergibt. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.